begrüße euch hier an einem kleinen Waldsee. Der gehört einem Bekannten von mir, den hat er vor einigen Jahren pachten dürfen. Die Jungs wissen selber nicht genau, was hier eigentlich im See drin rumschwimmt. Ich habe jetzt die freie Zeit genutzt, die ich habe zwischen den Touren. Bin im Moment in Deutschland und Uwe hier zu besuchen, so heißt mein Kollege. Und habe endlich mal wieder meine Karpfenruten ausgemottet. Ich war ja wirklich eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr Karpfenangeln. Und will einfach hier mal mit zwei Karpfenruten losziehen, mal gucken, was da passiert. Und habe natürlich auch Hechtgeschirr dabei. Ich denke, in solchen kleinen, unscheinbaren Seen, die eigentlich überhaupt nicht beangelt werden, wo kein Angeldruck herrscht, könnten auch große Hechte herangewachsen sein. Und die kennen natürlich keinen Gummifisch, keinen Wobbler, kein Nix. Und da will ich ein bisschen mal zocken, vielleicht einen schönen Hecht verhaften. Aber ich nehme euch mit. Ich zeige euch ein bisschen, wie ich vorgehen werde. Platzwahl und so weiter und so fort. Im Moment bin ich hier noch am Aufbauen. Alles ein bisschen sortieren. Aber wenn es dann losgeht, seid ihr auf jeden Fall dabei. Für solche Hauruck-Aktionen habe ich natürlich immer das perfekte Boot dabei, mein kleines Mission Craft Flo. Wiegt nichts, rasend schnell aufgebaut und das perfekte Boot, um dann so kleinere bis mittelgroße Gewässer sich vom Wasser aus anzugucken, Location zu betreiben, Routen auszulegen und selbst zu drillen. Also ich habe mit dem Boot schon Wels über 2 Meter in Frankreich gefangen. Da habe ich es als Auslegeboot dabei gehabt an der Seine. Aber wie gesagt, hier bei mir zu Hause, wenn ich ein Wochenende unterwegs bin, nutze ich fast nur das Flo. Ganz tolles Teil. Und ihr seht selbst, ich zeige es euch mal, es können da ohne Probleme auch mal ein Stück ans Wasser tragen. Die sollen fangen. Für den ersten Test hier am kleinen Waldsee habe ich mich für eine relativ einfache, aber sehr fängige Montage entschieden. Festblei 120 Gramm, dann ein Kombi-Vorfach, also oben relativ steif gelassen, unten den Plastikmantel ein Stück abgezogen, 6-0er Haken, schön aggressive Form und dann ein Schneemann unten dran. Schneemann bedeutet ein Pop-up. Hängt über einem sinkenden Boilie. Ich habe jetzt einmal hier den Rubby-Dubby im Einsatz und einen dunklen Fischmehl-Boilie. Oben drüber lockt hier ein heller Lightning-Pop-Up und hier ein kleiner grüner Pop-Up. Das ist ein 16er Boilie, das hier ein 20er. Und damit macht man eigentlich nie was falsch mit solchen Ködern. Die stellen sich am Gewässergrund schön auf, die Karpfen. Fressen ja auch sehr viel, weil sie einfach neugierig sind. Und ich denke, wenn hier relativ wenig oder so gut wie gar nicht auf Karpfen geangelt wird, wird das Teil hier doch einen Karpfen zum Anbiss animieren. Wir werden sehen. Als Futter habe ich mir einfach hier so eine bunte Mischung eingepackt. 16er und 20er Murmeln. Einmal den Rubby Dubby und einmal den Yellow Zombie in der Größe 16 mm. Dann ein Fischboilie in 20 mm, ein paar Pellets mit rein. Das ist eigentlich eine Futtermischung, die relativ schnell funktionieren sollte. Ich bin gespannt, ob es hier Brassen oder irgendwas gibt. Dann muss ich natürlich von den kleinen Boilies hier Abstand nehmen, auf größere Boilies gehen. Aber zum Anfang ist das, denke ich, eine ganz gute Basis, um erstmal zu sehen, was abgeht und ob die Fische auf das Futter reagieren. Weil oftmals ist ja auch das Problem, wenn ihr an solchen Gewässern unterwegs seid, wo kein Angeldruck ist, dass die Fische auch kein Angelfutter kennen. Das hatten wir in Frankreich oft an großen Flüssen, dass es ganz lange gedauert hat, bis die Fische erstmal auf die Boilies richtig reagiert haben. Und hier kann es natürlich auch sein, dass ihr mit Dosenmais viel besser fangt als mit so High-End-Futter. Aber das müssen wir testen. Zur Platzwahl
habe ich mich so gesetzt, dass ich mich in eine Ecke von dem See verzogen habe. Ecken sind eigentlich immer Magnete, die Fische anziehen. Und hier im Hintergrund seht ihr so ein bisschen einen Schilfgürtel. Ein bisschen Totholz erkenne ich im Wasser, das muss ich aber jetzt vom Boot mir alles genauer anschauen. Und dort will ich jetzt erstmal probieren. Ich werde eine Route probieren, ein bisschen flacher zu angeln, also richtig nah press an dem Schilf. Und eine vielleicht da hinten an dem kaputten Steg oder was da ist. Aber wie gesagt, die Entscheidung kann ich erst treffen, wenn ich auf dem Wasser bin. Das geht jetzt los. Hinten am Ufer, wie ich es geahnt hatte, ein bisschen Totholz drin, schön abfallend. Von 2 auf 4 Meter geht es da runter. Und in dieser Kante drin hat man auch von oben vom Wasser her gesehen, es ist zwar relativ trüb, ich kann den Grund nicht sehen, aber es ist relativ hell. Vom Tasten her habe ich gemerkt, harter Untergrund. Links und rechts versetzt so ein paar kleine Pflanzenteppiche mit weicherem Untergrund, aber dort war es knallerhart. Und da haben wir jetzt die erste Route abgelegt. Mit der zweiten fahre ich jetzt hier ein bisschen in die Bucht rein. Mal schauen, jetzt spannt sich die Schnur noch nach. Ich habe nur 120 Gramm Blei drauf, deswegen will ich das ein bisschen über den Zwinger hier machen lassen, dass Dempel die Schnur holt, damit ich es nicht gleich verziehe, dadurch, dass der Köder in der Kante liegt. Und dann schauen wir mal, ich bin gespannt. Lange ist es her, dass ich wieder Karpfenangeln war. Der Wels steht halt im Fokus.
So, da ist der erste hier aus dem Waldsee. Hat direkt eingeschlagen, der Schneemann. Mit dem neongrünen Pop-up oben dran. Auch wenn sie keine Boilies kennen, sowas mögen sie, sowas holen sie sich ab. So, der darf gleich zurück. Eben den ersten Fisch zurückgesetzt. Wollte gerade ihn noch ein Ruder oben holen, wieder scharf machen. Läuft der nächste ab. Kleine versteckte Seen mitten im Nirgendwo. Jagen oft coole Fische. Ich habe vorhin noch mal mit meinem Kumpel gesprochen und er sagt, dieses Jahr war er einmal hier. Ansonsten wird hier eigentlich überhaupt nicht geangelt. Die Fische kennen keine Boilies. Aber sie mögen sie. Ganz ufernah die Ruten abgelegt. Direkt gleich ein Kilo Futter drauf. Die Fische steigen direkt ein. Obwohl in dem See viel natürliche Nahrung am Grund ist, viel Kraut hochkommt, Seerosen. Natürlich erwarte ich jetzt hier keinen Ausnahmekarpfen, deswegen bin ich auch nicht hier. Ich bin einfach hier, um wieder was zu probieren. Das ist ja irgendwo ins Kraut rein. Einfach ein bisschen Druck halten, jetzt kommt er wieder raus. Irgendwo in den Seerosen jetzt festgeschwommen, der Fisch. Jetzt kommt er wieder. Aber wer weiß, manchmal stecken ja in solchen kleinen, unbefischten Seen die größten Überraschungen. Ich bin jetzt 3 Stunden hier, habe einen kleinen Hecht. So, schneller als die Kamera kam der kleine Hecht hier auf den Rubber Duck Shed, genau am Karpfenplatz, also hier vom Ufer ausgeworfen und schwuppdiwupp hing der erste dran. Und 2 Karpfen, also jetzt der 2. hier im Drill. Geil. An der Oberfläche zieht er seine Kreise, dann kommt er. Zu nah ran. Jetzt kommt er. Achtung. So, nächster Fisch. Das ist Wahnsinn, was hier abläuft. Ich habe den kleinen Luca getroffen und jetzt kann er mal zeigen, wie er gut angeln kann. Immer nach hinten ziehen mit Gefühl. Genau. Kannst ruhig über da runterkommen. Halte dich fest. Genau. Und langsam.
Ganz schön lang die Angel, oder? Oder geht's? Schon wieder auf den See raus. Siehst du? Mhm. Da schwimmt der Karpfen. Da ist ein Kuckuck irgendwo. Ein Kroko? Kuckuck. Ein Kuckuck. Da machst du auch die ganze Zeit Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Dein Karpfen. Hey. Noch ein. Petri. Super. Ja, ich glaube, das wird mal ein ganz großer Angler. Mhm. Karpfen hat dich ein bisschen Kacke an die Finger gemacht. Ist aber nicht schlimm, oder? Mhm. Aber hier an Luca seinen Fingern seht ihr, wie gut die Boilies wirken. Direkt alles rausgedrückt, was wir eben gefüttert haben. Quantum Boilies. What else? Schmierst du wieder da dran? Petri! Ja, yippie! Und so wie es sein soll, mit der untergehenden Sonne, der nächste Hub. Und Luca ist wieder am Kämpfen. Und kämpfen. Jawohl. Klasse! Hey. Jawohl! Das Kampf-T-Shirt ist an. Da kommt auch schon der nächste Karpfen. Yippie, ja! Und was machen wir mit dem jetzt? Freilassen. Absoluter Wahnsinn, das war jetzt Fisch Nummer 4, es wird jetzt dunkel. 5 Stunden angeln wir an einem See, wo eigentlich relativ selten Boilies eingesetzt werden. Ruckizucki geht es. Die letzten zwei hat Luca souverän gedrillt. Jetzt angeln wir auf den Dicken, an unserem geheimen Waldsee. Gerade beim Einpacken läuft das Ding wieder ab. Fisch Nummer 6. Heute in den Morgenstunden kam noch ein schöner Schuppi, aber
Wir waren zu faul, die Kamera da zu aktivieren. Und so ist es meistens. Ja. Die meisten Karpfenangler machen den Fehler. Die holen als erstes die Ruten rein und bauen dann ihr Zelt ab. Und wie gesagt, ich packe alles komplett ein, aber lasse die Ruten noch liegen. Und wenn sie notfalls noch auf einer Hecke drauf liegen und ich den Rotpot schon wegpacke. Aber oftmals kommt nämlich in den letzten Sekunden am Wasser dann noch ein Fisch. Alles eine Kategorie hier. Auch den Fisch schätze ich jetzt schon auf die gleiche Größe wie die anderen. Vom Schwimmverhalten her, von den Kopfstößen, ein großer Karpfen, der schwimmt langsam. Und die zuckeln so in die Schnur rein. Aber es macht Spaß. Dafür, dass wir das Gewässer nicht gekannt haben, nicht vorgefüttert haben, direkt eine relativ große Menge gutes Futter gebracht haben, hat es super funktioniert. Sofort Fische am Start gewesen. Auffällige Köder oben drauf, der Schneemann, der gelbe Pop-up. Perfekt gehakt. Schön hier in der Unterlippe. So, mit dem kleinen Schuppi hier aus dem Waldsee verabschieden wir uns. Ihr seht selbst kurze Sessions. Wir waren jetzt einen knappen Tag unterwegs, können euch unheimlich Fisch bringen. Ich freue mich mal wieder auf Karpfen unterwegs gewesen zu sein. Jetzt geht es für mich wieder nach Italien zum Wallerangeln. Aber ich werde jetzt wieder öfters Karpfenruten schwingen.